Ach Leute, ey. Ganz wilde Story schon wieder hier. Ja, das letzte Mal, dass ich gebannt wurde in World of Tanks, war wann? Ich weiß es nicht, 2014, 2015. Damals, als das Reportsystem im Spiel so broken war, dass die guten Clans von schlechteren Clans vor CW massenreportet wurden, sodass die ganzen CW-Spieler dann gebannt waren und man zum Clan war nicht antreten konnte und somit neue Provinzen erobert hat. Das war tatsächlich mein Ding in WoT. Aber seitdem weiß ich tatsächlich nicht, wann ich gebannt wurde. Jetzt ist es mal wieder soweit. Wir schauen uns an, was passiert ist und ich gebe meinen Senf noch dazu. Mann, mach doch irgendwas. Wow, das ging ja fix, du. Das hat jetzt wie lange gedauert? Eine Stunde, ja? Und ich bin für 7 Tage gesperrt. Intentional Flipping. War ja klar, dass wenn ich einen Panzer über den anderen Panzer schiebe, dass er dann zur Seite flippt. Nicht schlecht, du. Alright, also was ist passiert, wie ist es dazu gekommen? Folgende Situation hier auf Klippe, übrigens das Ganze hat sich letzten Sonntag zugetragen, um ungefähr 18, 19 Uhr abends. Ich bin mit meinem Objekt 780 unterwegs, vor mir ist ein Objekt 279, wir sind gemeinsam einfach durch die Mitte durchgefahren, haben das Match komplett randaliert und jetzt gilt es eigentlich nur noch hier die letzten 3-4 Gegner am unteren Part der Karte zusammenzukratzen und dann ist das ganze Match durch. Ihr seht schon, dass das Objekt 279 jetzt sehr offensiv spielt, so wie er es auch im Rest der Runde gemacht hat. Er fährt praktisch einfach durch und der Kranwagen versucht ihn hochzuschieben und das 279 schiebt natürlich gegen und ich denke mir, okay, hilfst du kurz mit, den Kranwagen da runterzuschieben und pack halt oder schieb den 279er hinten an und gemeinsam kriegen wir den Kranwagen da runtergeschoben. Jetzt versucht er hier wieder ein bisschen zurückzusetzen und ich denke mir, komm, den Kranwagen, den müssen wir doch da irgendwie runterkriegen und oh boy, hab wahrscheinlich da ein bisschen zu sehr geschoben. Das 279, ja, landet praktisch auf dem Kranwagen, kippt dann etwas unglücklich auf die Seite und jetzt versuche ich das 279 halt hier aus dieser misslichen Lage zu befreien, versuche ihn da über den Stein rüber zu flippen und genau in dem Moment schlägt der gegnerische T95 zu und nimmt das Objekt 279 raus. Ich möchte das Ganze jetzt nochmal aus meiner Sicht schildern und meinen Senf da dazugeben. Als allererstes muss ich sagen, oder möchte ich gerne sagen, dass ich hier meine Schuld voll eingestehe. Ganz klar, ich habe das 279 hier gegen seinen Willen, sage ich mal, runtergeschoben, in den Kranwagen reingeschoben und dadurch ist er jetzt letztendlich hier verunglückt oder wurde sein Fahrzeug zerstört. Also das Schieben, sage ich mal, war definitiv intentional, also beabsichtigt. Was nicht intentional war, was denke ich einfach unglückliche WG-Physics oder unglückliche Zustände waren in der Situation, ist, dass er auf den Kranwagen drauf rutscht, anstatt dass der Kranwagen halt einfach weiter hier den Felsen runterrutscht und dass er dann halt so flippt, dass er auf der Seite landet und dass ich ihm dann versuche zu helfen und genau in dem Moment der T95 da halt mit draufballert. Also das war hier nicht smart gemacht in der Situation von mir und sorry an den 279-Spieler in dem Moment hier, weil ich kann mir vorstellen, dass man salty ist, ja, ihr könnt euch vielleicht an meinen 279 Gunmark Grind erinnern, kann mir gut vorstellen, dass es bei ihm ähnlich emotional zuging, dass er halt gerade versucht, seine Gunmarks zu holen und dann halt durch mich hier drauf geht und somit vielleicht potenziell ein bisschen Fortschritt in seinem Grind verliert. Also, ich möchte ja gar keine Schuld von mir weisen, ich stehe das ganz klar ein, das war Fehlverhalten hier meinerseits, sollte man nicht so machen, nehmt euch kein Beispiel an mir. 2 Sachen, die ich im Rahmen der ganzen Geschichte noch besprechen möchte. Die eine Sache ist, ihr müsst euch mal vorstellen, das Ganze ist am Sonntagabend passiert und ich mal eine Stunde, nachdem das Match beendet wurde, war ich für die 5 Tage schon gebannt. Ihr müsst euch vorstellen, da gibt es Leute beim Wargaming Support, die am Sonntagabend solche Tickets bearbeiten und dann innerhalb einer Stunde für einen Bann sorgen. Das ist guter Kundensupport auf jeden Fall. Ja? Was aber nicht guter Kundensupport ist, ist die zweite Story. Nämlich das Ganze geht noch ein bisschen weiter. Und im Chat, den blöre ich euch mal aus, aber ihr seht schon, er droppt im Chat das N-Word. Ja, wer nicht weiß, was das N-Word ist, googelt es, ihr werdet es fix herausfinden.
Und wie diese Art von Bannanfrage bearbeitet wird, ist mehr oder weniger schockierend, gerade wenn wir ja beachten, in welcher Zeit wir heutzutage leben. Ich zeige euch mal das Ticket. Nämlich das Ticket habe ich erstellt, habe das Replay angehangen, einen Screenshot mit dem Zeitstempel und so, damit die wissen, der und der hat das im Chat geschrieben. Welche Antwort kriege ich? Automatische Antwort übrigens. Hallo Mailand, vielen Dank, dass du dich an den Spielersupport wendest. Aufgrund deiner unangemessenen Verhaltensweise im Chat wurden deine Chat-Privilegien gesperrt. Alles klar. Euer automatisches System da, das funktioniert ja richtig gut. Wow. An der Stelle noch ein kleiner Nachtrag. Es ist immer noch derselbe Tag, an dem ich das aufnehme. Bloß nicht mehr vormittags, sondern nun spätabends. Denn ich habe nochmal rückgefragt, warum werde ich gebannt, wenn ich jemanden für Fehlverhalten im Chat reporte? Daraufhin gab es prompt eine sehr lange Antwort von der lieben Christina Schatz, nur 2 Kilometer entfernt von dir. Hallo Malan, vielen Dank, dass du unseren Wargaming-Spieler-Support kontaktiert hast. Es tut mir sehr leid, dass du solchem Benehmen entgegnen musstest. Die Informationen, die du uns vorgestellt hast, haben wir überprüft. Wir haben notwendige Maßnahmen in Verbindung mit unseren Spielregeln und Bestrafungsinstruktionen ergriffen. Datenschutz, bla bla bla, dürfen praktisch nicht kundgeben, nicht teilen, was da jetzt passiert ist, welche Strafe es da gab. Aber ich sehe, dass es offensichtlich eine Strafe gab. Sprich, er hat wahrscheinlich in 24 Stunden Chatbann erhalten, wenn es ein mehrmaliges Vergehen bereits ist. Also wenn er kein Ersttäter ist, sondern Wiederholungstäter ist, dann gibt es ja, glaube ich, irgendwann 3 Tage Chatbann, eine Woche, einen Monat und dann ist irgendwann permanent der Chat deaktiviert. Aber ganz ehrlich, wer das N-Word droppt, das geht für mich nochmal ein Stückchen weiter drüber hinaus. Da könnte man durchaus rigoroser gegen vorgehen, aber das sei auch mal jetzt außen vor gelassen, weil interessant ist, wie es weitergeht. Leider müssen wir dich auch über die Disziplinarmaßnahme informieren, die auf deinem Account etabliert wurde. Wargaming, hier ist doch offensichtlich ein Fehler unterlaufen mit eurem automatischen Chat-Bann-System. Gar keine Meldung dazu, möchte man vielleicht sagen, das war ein Fehler, der hier passiert ist, unser automatisches System hat das nicht richtig erkannt, oder was auch immer. Kein Wort dazu, gar nichts. Zumindest, weiter geht's mit bla bla bla. Unten ist die Zitat aus unseren Spielregeln. Ich zitiere die Zitat, unangemessenes Verhalten im Spiel, Prinzipien des Fairplay. Folgende Handlungen sind im Spiel verboten. Absichtliches Blockieren, Blockieren von vorne und hinten von Fahrzeugen, die Spielern des eigenen Teams gehören. Okay, jetzt ist ja das nochmal aufgeführt, bla 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 bla, verstehe ich. Wegen des Verstoßes gegen die Spielregeln hatten wir keine andere Wahl, als Zugang zum Spiel für 5 Tage zu begrenzen. Wir haben bestimmt, dass die Sanktion ordnungsgemäß getroffen wurde. Sprich, der Bann wird hier nochmal bestätigt. Es ist wahrscheinlich so ein schlimmes Vergehen gewesen, dass da 5 Tage gerechtfertigt sind. Alles klar. Versuche deine Teammitglieder zu verstehen und geduldig mit ihnen im Spiel zu sein. Jedes Spielstil ist verschieden, wie auch Spielfähigkeiten. Ich möchte deine Aufmerksamkeit darauf lenken, dass diese Sanktion nicht anfechtbar ist. Das ist okay, das ist gut, dass sie bei CCs keine Ausnahme machen. Nur weil wir ja CCs sind, denke ich, ist das in Ordnung. Heißt das nicht, dass wir irgendwie Sondergenehmigungen bekommen. Andererseits bin ich mir hier auch nicht ganz sicher, ob Wargaming in dem Falle ein Exempel statuieren möchte. Bin mir nicht sicher, ob es da für jeden jetzt 5 Tage Bann geben würde oder ob sie sagen, ey, guck mal Leute, das ist ein Streamer, der steht mehr in der Öffentlichkeit, als das andere Spieler tun. Da sollten wir, glaube ich, mal ein bisschen härter zuschlagen. Dazu kann ich nichts sagen, wäre aber, ja, weiß ich nicht, vielleicht eine denkbare Theorie. I don't know. Wir hoffen, dass du weiter noch unser Spiel genießt und in der Zukunft auf solche Aktionen verzichten wirst. Na gerne doch, liebe Christina Schatz. Für dich werde ich auf alle solche Aktionen verzichten. Gut, Leute, ich mache das Video eigentlich nur aus einem Grund. Nämlich, ich will hier auf diesen Missstand hinweisen im ganzen Report-System, sag ich mal. Wenn da jemand das N-Wort droppt und da erstmal nichts passiert oder erst auf Nachfrage was passiert und man darauf nicht eingeht, bisschen komisch, oder? Ich meine, gerade in der heutigen oder angesichts der ganzen heutigen Gesellschaft, der heutigen Zeit, könnte man fast meinen, dass so ein N-Wort im Chat 10-mal härter geahndet werden sollte, als wenn jemand in einem Spiel jemanden anderen irgendwie runterpusht. Ja, auch wenn das jetzt vielleicht nicht in der Euler oder in den Spielregeln steht, wie auch immer. Denke ich, ist da die
die Herangehensweise seitens Wargaming vielleicht nicht mehr ganz zeitgemäß. Ja, aber gut. Lasst mich dazu gern eure Meinungen in den Kommentaren wissen. Ich freue mich sehr, von euch zu hören. Lasst mich gern wissen, ob ihr die 5 Tage als angemessen oder etwas übertrieben betrachtet. In dem Sinne, danke euch fürs Dabeisein, danke fürs Zuschauen und wir sehen uns zum nächsten. Bis dahin. Peace.